Hallo und herzlich willkommen zurück bei Days Gone. Seid gegrüßt, Freunde. Wir sind hier auf Kopfgeldjagd. Und sind jetzt hier bei einem Camp angekommen. Wir haben doch jetzt diesen hier. Das war nur ein Schuss. Ah, lieber den da, oder? So. Das war unser letzter Schuss. Bisschen Schaden haben wir genommen. Hey Tuck, ich bin da. Ja, Limbo und seine Männer scheinen sich hier eingerichtet zu haben, als ob nichts wäre. Du hast was von Narben gesagt, also ich brauche mehr. Los, was weißt du noch über ihn? Trägt einen grünen Mantel. Sieht aus wie ein scheiß Kobold. Bring mir seinen Mutierhebel, Deacon St. John. Da sind Männer! Ich sehe, dass er was von seinem Gesicht dran klebt. Alles klar, St. John. Grünen Mantel. Okay, na gut, Limbo, wo steckst du? Ja, da oben ist er. Du musst wohl in Hot Springs vorbeischauen und ein bisschen Spaß haben. Ist da draußen jemand? Den schnapp ich mir. Teufel, steckst du? Na. Sie fängt mich nicht, den alten Eisenzahn zu bemühen! Verdammt! Endlich! Boah, Alter! Was zum Henker machst du da? Da vorne läuft der Kerl! Boah, komm! Deckung! Los, in Deckung! Wo ist der? Immer noch den Eisenzahn dabei, was? Wow, das war schon mit der Muni. Oh, Alter. Ah, schnapp dir das Schwein. Er hat sie erwischt. Ja, das ist ja. Wirf die Rohrbombe. Oh, nein. Ja, sie weg. Trotzdem. Hey Arschloch, wir sehen dich! Ja, ich euch auch. Ich muss nachladen! Aber eine Bombe oder Molly werfen ist gar nicht mal so verkehrt, ey, von euch. Mann, verletzt! Brenn, du Arschloch! Gute Idee, danke! Sehr freundlich. Auf der String. Ist die gleiche Knarre, ne? So, ich werfe noch mal ein bisschen Medi rein, so. So, ich schaue mich mal kurz ein bisschen um. Die Aufgabe ist erledigt. Mal gucken, ob wir hier was looten können. Lappen sind wir voll. Ja, aber auch kein Holz. Ja, das nehme ich. Das auch. Guck mal hier rein. Oh, Vorschlaghammer. Benzin. Sprit. Immer her damit. Lappen voll. Ah, Pistolenmuni. Ach ja, da oben. Na, ist egal. So, das haben wir. War eigentlich recht einfach.
Rot. Getroffen, getroffen! Okay, da haben die gelauert, oder was? Dreckschweine. War das auf meinem Bike? Ach nee, standen hintereinander. Guck dir das an, ey. Huch. Na gut. Mensch, ich will mal laufen. Warum sehen die alle gleich aus? Fast. Dann mal los. So, das bringen wir jetzt wieder zurück zu Tuck. Das sollte reichen. Und ich hoffe dann, dass wir eine Stufe aufsteigen. Dass sich das auch lohnt, diese Kopfgeldjagd. Hallo. Ansonsten bin ich echt enttäuscht. Ich habe mich da auch mit Freunden drüber unterhalten, über das Game. Eine Freundin von mir ist da nicht so begeistert von. Weil laufen das Bike kaputt geht und so. Ich sag, naja, das kann man ja reparieren, ne? Oh naja, das ist Ansichtssache. Mir macht es eigentlich übelst viel Spaß. Ich muss nur zum Spielen kommen. Also ich spiele zwar schon, aber die Lust muss doch da sein. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man da schnell die Lust verliert, um Gottes Willen. Unversehrt an. Hallo. Die bringe ich jetzt alle mit zum Camp. Jo, Freunde, bin da. Macht mal auf. Aufmachen. Ist okay. Will ich auch meinen. So, bin wieder da. 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 Hast du den Mistkerl gefunden? Ja, hier, der Eisenzahn. Wie du ihn wolltest. Ach, sehr schön, Dick. Du bist der Einzige, auf den ich mich immer verlassen konnte. Ja. Weißt du, ich habe keine Ahnung, wo du und Boozer hin seid. Aber es ist schön, dich zu sehen. Wir sind in der Nähe, Tuck. Wenn du was brauchst, weißt du, wie du mich erreichst. Geh zu Alkai. Ich schreib dir Punkte gut. Juhu! Ah, es reicht immer noch nicht, verdammt. Geh zu Alkai. Aber das reicht doch nicht. Neuer Fertigkeitspunkt. Na, wie läuft's? Was brauchst du? Hey, was gibt's? Es reicht nicht! Schalldämpfer. Schönes Stück. Sollte draußen nützlich sein. Ja, wenn es mal dranbleiben würde. Ich will mir das ja nicht ständig neu kaufen. So, ich geh mal hier pennen, wa?
Können wir irgendwo hier? Moin, Freunde. Halt. Hier auf der Britsche. Ja, ich werde eine Weile meine Augen schließen. Ach schade, ich dachte, man sieht das Camp jetzt so ein bisschen von oben. Gesagt. Ja, sobald wir genug Ausrüstung zusammen haben, wollen wir hier weg. Zaka geht mir langsam auf die Nerven, weißt du. Shit, ich fänd's echt schade, wenn ihr hier abhaut. Tja, das geht aber nur dir so. Vielleicht nächstes Mal. Bis dann. Hey, ich sehe mich nur um. Hey, Jack, habe ich jetzt dein Vertrauen oder nicht? Kann man mit der quatschen? Kein Job. Achso. Was zum Teufel? Zurück an die Arbeit. Na los, an die Arbeit. Was zum Teufel? Hey, was brauchst du? Hey. General Alexander, hab ich dir schon mal gesagt. Ja, stell dich ruhig. Ups. Stell dich ruhig in den Weg. Müssen wir eigentlich reparieren? Nö. Das ist gut. Hey, warte kurz. Jo, danke, danke, danke. Die würde ich befreien, ey. So, dann müssen wir mal ein ganzes Stückchen fahren, ey. Kann man nicht hier durchfahren? Jetzt hier einfach so durch? Ne, da kommen wir nicht hoch. Jetzt hab nichts gesagt. Während der amerikanischen Revolution, als wir für unsere Freiheit gekämpft haben, Angst vor den Leuten bekam, die zu schützen sie geschworen hatte. Nahm sie uns jedes Mal an, welches sie konnten. Wir haben aber auch Wolf als Entschuldigung, das uns dem amerikanischen Volk von Gott gegebene Recht zu beschneiden. Waffenkontrolle. Und aus war es mit dem zweiten Zusatzartikel der Verfassung. Ich stelle euch eine Frage. Als der ganze Mist losging, wäre jeder Amerikaner bewaffnet gewesen, säßen wir dann so in der Scheiße? Ja. Kaum. So folgt nicht die Behörden. Die Entwaffnung der Öffentlichkeit war nur der erste Schritt, um uns loszuwerden. Also, wen beschützen die Waffengesetze wirklich? Ganz sicher nicht tun. Mir fällt noch was ein. Huch. Wir haben einen Fertigkeitspunkt. Harter Schlag, einen Schaden in den Hergestellten gefunden, Nahkampfwaffenbewusster, stellt für die Nahkampfeliminierung Ausdauer wieder her. Auch nicht schlecht. Die vier Kilogramm Kombos für Nahkampfwaffen auszuführen. Die Fähigkeit auf den Nahkampf. Mach mal konzentrierter Schuss. Und drücke. Ja, okay. Reduziert die Ebene von Konzentration, verbessert die sofortige Erholung und Wirkungsdauer eines Konzentrationscocktails. So. Amerikanische Steuerzahler. Wenn ihr es überstanden habt,
Okay, Cope, diesmal hast du mich. Ich nehme so viele Waffen, wie ich in die Finger kriegen kann und die wird mir niemand wegnehmen. Schrei noch lauter herum. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, Freunde. Oh, Benzin. Ah, gutes Timing. Finde ich auch. Gut. Er macht da so einen Krach. Hallo. Abschützen, Hinterhalt. Ja, gerade noch so mitgekriegt. Gerade. Und heilen. Zack. So nicht. Nicht mit mir. Manchmal sind mir die Sniper aber auch zu spät. Kannst du einfach mal damit aufhören? Ich jage doch nur Freaks, Booster, verstanden? Wegen dem Kopfgeld. Deshalb treibe ich mich da oben rum. Oh. Das hat ja wunderbar geklappt. Na, aufsteigen, 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 aufsteigen. Denn jetzt? Oh, Scheiße. Jäger. Verdammt. Hey, was? Was? Hallo, hi. Geht doch. Ja.
Ja, zweiter Medikopter. Boah, Alter. Mein Bike ist, glaube ich, total im Arsch. Schnell vorbei. Seht ihr das? Das wollte ich jetzt aber überhaupt nicht. Wow, 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 warte, warte, die werden langsamer. Ich glaube, die halten an. Weiter weg warten. Alter, was? Verdammte Scheiße. Das waren wahrscheinlich nur Warnschüsse, sonst wäre ich ja schon tot. Nick, weißt du noch, als ich sagte, dass du lebensmüde bist? Ja, 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 ich schaff das schon. Dicken Ende. Oh Mann, was geht da ab, ey? Betäubung wirkt nicht. Oh, doch tut sie. Sonst hätte das Viech dir schon längst den Kopf weggerissen. Doc, beeil dich. Scheiße, beruhig dich, verdammt. Sie kommen. Bin nicht so weit. Was machst du denn? Das war's, wir hauen ab. Shit, los geht's. Los. Mission abbrechen, abbrechen. Los, los, los. Einladen, einladen. Verdammt, los jetzt. Alter. Scheiße, ist das eine Horde? Hallo, was habt ihr Penner da liegen lassen? Ja, yeah, da sollte ich auf jeden Fall mal runtergehen. Aber wir haben Schalldämmer dran jetzt. Den Schalldämpfer nicht reparieren, Alter. Lass mal hier gucken. Kommt der wie gerufen? Ja, okay. Ein Funkgerät. Oh, Alter. Verdammt, gib das wieder her! Na Scheiße, das ist meins! Oh, endlich, die Scheißkerle sind verdammt schnell. Okay, was machen die da? Sieht aus, als ob sie hier, scheiße, Freaks hüten, keine Ahnung. Die hatten einen Krabbler in der Schlinge und haben ihm einen Peilsender oder sowas angesteckt. Was? Meinst du das? Also, die fesseln sie und nehmen Proben von ihnen oder sowas, wie diese Typen in den Tierdokus früher. Ziemlich abgefuckt. Mhm. Schwärme haben sie vertrieben. Die haben sich verpisst. Sie haben was dagelassen, ein Funkgerät. Warte, du glaubst
Glaubst du nicht etwa, Sarah? Nein. Ich weiß es doch nicht. Okay, er lebt, Boozer. Er ist am Leben. O'Brien, das waren Neros. Ich werde versuchen, ihn aufzuspüren. Ich brauche ein paar Antworten, Mann. Verdammt. Okay. Ich kann schon bald wieder fahren. Ich helfe dir, Dick. Wenn er lebt, finden wir den Penner. Oh ja. Da hast du verdammt nochmal recht. Ich melde mich später nochmal. Dicken Ende. Okay, O'Brien. Wo zur Hölle steckst du? Ich habe auch die Vermutung, dass sie noch leben könnte. Hoffnung ist ja immer gut, aber... Oh, eine Rückblende. Hey. Hey. Ich habe mich verfahren. Könntest du mir helfen? Wie bitte? Verfahren? Ja, ich suche die Old Belknap Road und hier gibt's irgendwie keine Schilder. Das soll wohl ein Witz sein. Nein. Was? Was ist denn? Was? Oh. Na toll. Das ist echt super. Einfach toll. Wirklich super. Also, wie komme ich jetzt? Was? Sorry, ich weiß nicht, wo Belknap. Ja, das war's. Und ich weiß nicht, wo das ist. Keine Ahnung. Tut mir leid. Hm. Das heißt nein? Nein. Okay. Tja, trotzdem danke. Hey! Okay. Soll ich dich mitnehmen? Ja, gerne. Und danke, dass du endlich fragst. Ich bin Sarah. Ich bin Deacon. Oh, sorry. Waren wohl schmutzig. Ich weiß nicht, wie steigt man auf dieses Ding? Ganz einfach. Schwing einfach dein Bein drüber. Okay. Ja. Also, rauf. Wow. Okay. Fertig. Hey! Hey! Gut festhalten. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Es ist nur, ich habe kein Netz und... Naja, also hier gibt's einen Teich, aber zum Fischen, also... Nein, ich meinte Handyempfang. Ja, ich weiß. Ja, natürlich. Na egal. Also, was macht ein Mädchen wie du an so einem Ort? Tja, das frage ich mich auch andauernd. Ich studiere, also ich untersuche Sachen. Danke, ich hatte keine Ahnung, was studieren heißt. Tut mir leid, ich studiere Pflanzen. Du studierst Pflanzen? Ja. So haben sie sich kennengelernt, ist ja süß. Hey, Vorsicht! Scheiße! Oh mein Gott. Bist du okay? Ja, nur... Oh, Himmel, das war knapp. Hey, bist du wirklich okay? Mir geht's gut, das ist nur... Oh mein Gott. Hey. Ich habe Handyempfang. Hey. Ja, mir geht's gut, aber Ihr Auto ist echt eine Dreckskarre. Sie müssen mich abschleppen. Ich bin,
keine Ahnung, auf der... Keine Ahnung, Road wo. Road 42. Road 42? Ja, etwa eine Meile rauf. Ach, ja, bis gleich. Komm, ich bring dich zurück zum Auto. Wir warten auf den Abschleppdienst. Ich weiß nicht. Okay, na schön. Wenn die Typen zurückkommen, dann nehmen die dich sicher gerne mit. Okay, na gut. Alles klar, ich muss nur... einen Moment. Die werden gleich hier sein, okay, also... Okay, scheiß drauf, los geht's. Aber fahr dieses Mal vorsichtiger, ja? Du hattest dich nicht wirklich verirrt, oder? Naja, das kommt darauf an, wen du fragst. Meine Ex würde sagen, ich weiß nie, wo es lang geht. Na, hier kennst du dich jedenfalls gut aus. Du bist also nicht von hier, ha? Huh? Nein, ich komme aus Seattle. Die Firma, für die ich arbeite, hat hier gerade ein Labor eröffnet. Also bin ich hergezogen, mitten ins Niemandsland. Um Pflanzen zu studieren? Genau, stimmt. Das habe ich schon erzählt. Also, die Firma, für die ich arbeite, sie arbeiten für diese Biotechnikunternehmen und einige der Pflanzen, die ich untersuche, die sind ziemlich selten. Und sie wachsen hier. Das ist das Beste, was ich je gehört habe. Oh, was zum Teufel? Cleet, wir kriegen Besuch. Alles klar, die Herren. Geil, Schlägerei. Kann man sich auch irgendwie schützen oder so? Gar nicht. Ich kann nicht ausweichen oder so, gar nichts. Immer noch so pfiffig. Was haben wir denn hier? Ein böser Biker, was? Ja! Ja, gib ihm noch eine! Los, weiter, schlag zu! Ist doch nicht so hart, was? Wann lernst du endlich weiterbeugen? Oh, ja! Ja! Dem zeigen wir es! Dem zeigen wir es, ja! Wie gefällt dir das? Wie wär's mit... Scheiße! Was scheiße, ich hau ab! Moment, Moment, warte, wart auf mich! Gib Gas, verdammt! Los! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey. Tut mir leid! Nein! Ist nicht mal, das Ding war in deiner Tasche! Nein, ich hab's gut gesehen und... Oh mein Gott, ich hätte jemanden töten können! Naja. Oh Scheiße! Ja, aber da müsstest du erstmal auf jemanden ziehen! Das hab ich noch nie gemacht! Hey, schon okay! Das Ding in deiner Tasche und ich wollte die Polizei gemacht rufen, aber weißt ich hatte kein Netz und keinen Empfang! Ich warte hier mit dir, bis dein Typ kommt. Okay. Danke. So was hab ich noch nie gemacht. Ja. Kaum zu glauben. Ja? Ah, süß. Fast totgeschlagen, aber süß. Sie studiert Pflanzen. Ein Mädchen wie du. Ich erinnere mich. Okay. Wir sind nah dran an... Nee. Ich dachte, wir sind jetzt nah an zu Hause dran. Copeland's Camp. Die ist nochmal infiziert. Sehe ich jetzt schon. Hot Springs.
Nein, oh. Der Friedhof, ja? Ach, eine Nebenmission. Ah, hä, aber haben wir den nicht schon gemacht? Bin verwirrt. Tucker, Hot Springs Camp, bist du da? Ich brauche mehr Informationen über Larsens Überlebende in Marion Fox. Deacon, ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Jung, weiblich. Warte, er hat Hungry Jims erwähnt. Das alte... Deacon, ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Jung, weiblich. Warte, er hat Hungry Jims erwähnt. Das alte Pfannkuchencafé an der Ostbrücke. Holzfällerfigur, Stapel Pfannkuchen, kenne ich. Okay, da fange ich an. Mach das. Und denk dran, bring sie mir. Ein paar Drifter kamen hier durch und haben ein paar Waffen mit uns getauscht. Vielleicht ist was für dich dabei. Ich werde dran denken. Dicken Ende. Mörder und Diebe, alle miteinander. Wie viele habt ihr heute schon umgebracht, hä? Ja. So, das war's jetzt mal für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.